Heyo und herzlich willkommen zurück zu Art Academy Atelier mit Chibi Let's Play. Und ich hatte mal wieder Lust, einfach so drauf loszuzeichnen. Und zwar habe ich mir diesmal als Vorlage unsere süße kleine Plüsch-Piranha-Pflanze genommen, die bei uns auf der Fensterbank direkt neben dem Fernseher steht und da gerne Sonne tankt. Ja, ehrlich gesagt haben mein Helferlein und ich jetzt nicht wirklich unbedingt den grünsten Daumen, sag ich jetzt mal. Früher habe ich sehr gerne Bonsai gezüchtet. Ich muss aber gestehen, ganz so viele habe ich inzwischen nicht mehr. Eigentlich habe ich mir gerade vor ein paar Wochen erst den dritten endlich mal wieder aus einem Abkömmling her gezüchtet. Der muss aber noch ein bisschen wachsen, bevor ich den erstmal zu seiner typischen Bonsai-Form verarbeiten kann, sage ich jetzt mal. ja. Ansonsten, Gartenarbeit bleibt natürlich bei mir. Aber ja, was auf jeden Fall immer vorhanden ist, ist unsere kleine Piranha-Pflanze mit ihrem markanten Maul. Ja. Das werde ich jetzt auch noch ein bisschen besser schattieren. So ein paar Grauabstufungen, gerade bei den weißen Lippen, damit die auch ein bisschen fülliger, so ein bisschen plastischer wirken. So, deswegen hier ein bisschen, da ein bisschen. Das ist schon ein ziemlich großes Maul, meine Süße. Und eine sehr große Zunge. So, ein bisschen abmischen hier. Okay, und hier vielleicht ein bisschen heller, ein bisschen rötlicher. So. Das soll ja auch nach einer gesunden Zungenfarbe aussehen, ne? Da noch ein bisschen. Und jetzt komme ich so langsam ins Bild. So, meine Rundlichkeit ist wieder da. Ja. Ich hoffe nur, dass du jetzt nicht gleich wieder nach mir schnappst, wenn ich dich füttere. Ja. Ich nehme mal extra den großen Spieß, nicht die Gabel. Ja. 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 Ein paar Feinheiten noch. So. Ja. Das Schnäbelchen natürlich auch. Schnapp aber bloß nicht wieder nach mir, ja? Du hast schon ein sehr großes Maul. Oh nein, jetzt sabberst du wieder. Och Mann, warum sabberst du denn immer? Ich verstehe ja, dass du Hunger hast, aber. Toll, dann darf ich gleich wieder sauber machen. Und dann noch deine großen Zähne. Die sind ja fast größer als ich. Naja, gut, ist auch eine Frage der Perspektive, ne? Schnapp nicht nach mir, Süße. Sei artig. Ja? Du kleines, gepunktetes Etwas. Naja, klein bist du eigentlich nicht mehr. Bist schon gut gewachsen, Süße. Ja. Hab dich doch gern. Deswegen kriegst du jetzt auch wieder ein schönes, saftiges Stück Fleisch, ne? Ne? Damit du nachher auch satt bist. Und nicht wieder nach mir schnappst. Ne? Guck mal hier. So was leckeres, rosanes. Guck mal, so gar mit Knochen dran, damit ordentlich Geschmack dran ist. Ja. Ne? Ich sag dann mal, guten Appetit und danke fürs Zusehen, meine Lieben. Schaltet bitte auch beim nächsten Mal wieder ein. Hoffentlich sabberst du da nicht mehr so viel. Bis dann und tschüss.